Guten Abend, meine Damen und Herren. Als Kaiser Nero und Hercule Poirot wurde er zur Filmlegende. Peter Ustinov ist in der vergangenen Nacht im Alter von 82 Jahren in einer Klinik in der Schweiz gestorben. Er galt als Multitalent. Nicht nur als Schauspieler, auch als Regisseur, Schriftsteller und Geschichtenerzähler liebte ihn sein Publikum. Ich weiß nicht, was man alles mit dem Buch tun kann. Hamburg im vergangenen Dezember. Peter Ustinov in seiner Lieblingsrolle als Schriftsteller. Der 82-Jährige stellt sein letztes Buch vor. Titel: Vorsicht, Vorurteile. Typisch für Ustinov, seinen intellektuellen Anspruch mit viel Spott und Schabernack zu verbinden. Sein letzter Film mit über 80 Jahren als Friedrich der Weise in Luther. Ins Deutsche übersetzt. Schauspieler, Schriftsteller, nur zwei Facetten des Multitalentes Ustinov, ein wahrer Weltbürger. Dafür entscheiden, zu gewinnen. Das Kind eines Deutschen und einer Französin, in St. Petersburg gezeugt, in London geboren und in Schwäbisch Gmünd getauft, so Ustinov. Obwohl er in England aufwächst, fühlt er sich nie besonders englisch. Ich habe gespürt ein gewisses Vorurteil, weil ich bin Engländer bei Pass, aber ohne einen Tropfen englisches Blut. Als Soldat der englischen Armee dreht Ustinov bereits erste Filme. Verrückter Kaiser Nero, seine Durchbruchsrolle in Hollywood vor über 5 Jahrzehnten. Für seinen sadistischen Sklavenhändler in Spartacus bekommt er den ersten von insgesamt 2 Oscars. Diesen da. Ich glaube immer, dass die nächste die große Rolle meines Lebens sein wird. Ich irre mich beinahe immer. Weltberühmt, auch als Meisterdetektiv. Mein Name ist Poirot. 1990 hieß es dann Sir Peter Ustinov, von Königin Elisabeth II. Geadelt. Für Kinder die Welt umrunden, er war ein engagierter UNICEF-Sonderbotschafter. Peter Ustinovs Meisterleistung, das sei er selbst gewesen, sagen Kritiker und Freunde.